Bullymaus ist die Maus, die die anderen immer unterdrückt hat. Eifertier. Ja, aber es müssen auch Eifertiere geben. Ne? Ganz, ganz importante. Billy, wie viel hast du noch in deinem Inventar? Oh, super. Denn, dann gehen wir mal ganz kurz hier in den Nebenraum, bitte. Und dann nimmst du mal diese Waffe noch mit. Man kann ein Tier genauso lieb haben wie einen Menschen. Und es kann einem Trost spenden und Freude bringen. Jawohl. Billy, nimmst du das bitte noch mit? Jawohl. Yeah. So. Aber hier war sonst gar nichts mehr, ne? Das Bild zeigt eine Astronomie. Und ich brauche noch einen Wasserschlüssel. War hier noch irgendwas? Nein. Okay. Weil du mich trösten wolltest. Achso. Das ist wirklich... So, wir wechseln nochmal. Ich bediene lieber Rebecca. Möchtest du auch noch was dazu sagen, junger Mann? Hinter mir? So, wir gehen nochmal hier rein. Wieso erkennt das keiner? Bitte. Ich weiß das. Ich weiß das. Und ich freue mich schon auf den Sonntag. Auf den einen. Wenn ich Zeit habe. Pass mal auf. Wir müssen einmal den Partner wechseln. Umschalten. Jawohl. Weil du lässt mal... Oh, die Granatwerfer, der ist schon Hammer. Aber ich trau Billy nicht so. Ganz ehrlich, ich trau ihm nicht so. Legen wir erstmal ab. Oder? Ablegen, ja. Genau. Genau, Until Dawn. Genau, danke. Mir ist das Spiel gerade nicht eingefallen. Da freue ich mich schon drauf. Wenn ich dann... die Zeit habe und mir es gemütlich mache. So, das ist eine Schreibmaschine. Ja, bitte, ich möchte einmal bitte speichern. So. Die, ja, bitte überschreiben. Danke. Okay. Okay. So, wir haben jetzt die Nebentüren geöffnet. Weiter geht's. Komm, Billy. Komm. Super. Ich möchte Billy ganz ehrlich nicht den Granatwerfer mitgeben, weil ich traue ihm nicht. Spiel ist fertig. Yeah. Nee, diesen Sonntag leider nicht. Bei mir haben sich Leute angemeldet und ich konnte nicht absagen. Meine erste Maus war allerdings am schlimmsten. Die hatte aber auch 3 Jahre, die ich... Ja. Alter, echt? Und heute ist Freitag, der 13. Genau. Moment. Die andere Tür war in diese Richtung. Billy, komm. Billy. So, wir gehen jetzt hier rein. An Freitag, den 13. Ich persönlich glaube... Ich hasse das, dass ich nicht sehe, wo die sind. Okay. Ich habe immer dieses Ding früher gehabt, dass ich zwar nicht an Freitag, den 13. geglaubt habe, aber bei mir ist am 14. alles immer schief gelaufen. So, komm. So. Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde, die Erde ist der Sonne treu und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Das ist ein Gedicht? Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm.
alle unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Wer hat das geschrieben? Das ist doch kein Gedicht. Das ist ein Versuch. Oh, hier haben wir nochmal so ein... Oh Gott. Ja, nehmen wir mit. Ich muss das irgendwie alles mal ein bisschen sortieren. Ist hier noch was drin? Ist hier... Anscheinend wurde dieses Feuer erst vor kurzem angezündet. Bücher liegen auf dem Boden herum. Gut. Ist hier noch... Im Regal stehen ordentlich aufgereihte Dokumente. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Okay. Da. Was kann ich... Kann ich... Oh. Wir müssen einmal wechseln. Nimm das mal bitte mit, Billy. Billy? Danke. Ja, bitte. Gut. Du könntest einmal nachladen, sicher was. Ich weiß nicht, wie deine... Super. Okay. Reim dich oder ich reim dich mit Gewalt. Ja, genau so hörte sich das an. Genau so. Im Regal stehen ordentlich aufgereihte... Das ist echt ein... So. Wie, das war's jetzt hier in diesem Raum? Echt? Durchs Fenster sehen sie einen stockfinsteren Wald. Ich werde gesiezt. Das Spiel ist höflich. Durchs Fenster sehen sie einen stockfinsteren Wald. Cool. Ich werde gesiezt. Aber mir fehlen immer noch Flügeln und so weiter. Ach Gottchen. Okay. Das war aber nur eine Tür von vielen. Anscheinend wurde dieses Feuer okay. Das war hier mal ein Reinfall. Das war mal hier ein Reinfall. Einfach mal blind durch die Luft schießen, bis die Muni leer ist. Vielleicht triffst du etwas. Ja. Wie gesagt, ich habe Napalmgranaten. Ja, ja, ja. Ich heb sie mir nur noch für den richtigen Moment, für das richtige Feuerwerk auf. So, lauf, 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 lauf. Wir rennen jetzt hier runter. Denn diese zweite... Oh, und dich werde ich noch anzünden. Dich werde ich noch anzünden. Wo war denn jetzt diese blöde zweite... Tür. Wisst ihr, was ich meine? Diese andere... diese andere Uhrtür, die war, glaube ich, hier drüben, ne? Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Wir gehen mal hier lang. Billy? Nein, 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 weiter, 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 weiter. Billy, lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht aufhalten. Weiter, weiter, wir gehen hier rein. Nein, und nicht auf mich schießen. Ich hasse es, wenn der Kerl auf mich schießt. Kommst du mit, Billy? 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 Okay. Wo denn? Oh Mann, jetzt ist hier der Projektor. Okay, ich muss gleich nochmal hoch. Okay, ich muss gleich nochmal hoch. Das sind deine Patronen. Ich habe nämlich oben die eine Kassette noch. Die eine... Hast du TNT? Ah, locker, ohne TNT ist doch einfach blöd. So was ähnliches. Komm mal mit. Komm mal mit. Billy. Komm mal mit. Wir müssen erstmal nach oben. Ich muss die andere Diskette noch holen. Oder diese eine... Keine Ahnung, was das nochmal war. Nein, 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 nein. Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Nein, weitergehen, weiter, 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 weiter. Weg von den Blutekeln. Weg von den Billy, komm. Ich hasse diese Blutekeln. Wenn ich auf die jetzt mit Napalm schieße, Napalm, sind die dann tot? Okay, wir rennen weiter. Wir rennen weiter. Einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Einmal hier rüber. Einmal hier hin. Sehr fein.
So. Ist komisch. Bei mir geht nebenbei immer bei meinem angezeigten Stream immer der Ton mit an. Das ist voll irreführend. So. Läuft jetzt. Gut. Ich wollte jetzt noch diese eine Diskette holen. Ich wollte diese Diskette hier noch nehmen. Bitte. Ich bin voll. Warum bin ich voll? Was habe ich jetzt noch im Inventar? Billy. Billy, bekommt mal das bitte. Jawohl. Gut. Okay. So. Nimm. Super. Gut, wir haben A und wir haben B. So, dann gehen wir wieder runter. Billy, kommst du bitte? Wir gehen wieder runter. Und dann gucken wir mal, dass wir das unten mal in diesen Projektor stecken. So. Man, wie gesagt, der Kader lässt sich auch nicht gerne hochheben. Wir trainieren das immer, weil wir immer so denken, irgendwann ist er in dem Alter, wo man mit dem zum Tierarzt muss. Wir waren einmal mit ihm beim Tierarzt, das war eine Katastrophe. Vorher Narkosemittel gegeben, dass wir ihn in den Käfig packen konnten. Und auch die Tierärztin kam mit ihm nicht klar. Oh, shit, mit, da sind ja Ekel. Ekel. Weiter. Billy, komm. Billy. Okay. Aber wir trainieren das immer, ihn ein bisschen anheben und alles Mögliche, aber das... Er ist die ersten 3 Jahre... Billy? Oh, Billy. Really? Komm mit. Lass aber die Blutekel draußen. Bitte bring jetzt hier nicht die Blutekel mit rein. Nein, okay. Gut. So. Ich meine, der Kader hat die ersten drei Jahre auf der Straße gelebt. Und daher, es war halt deine Katze. Das war meine Katze. Liebe auf den ersten Blick, als er an der Decke hing. Okay. So, das ist A. Wir stecken erst A rein. Projektor benutzen. Abspielen. Ein Bild von irgendeinem Raum. Nee, das ist nicht irgendeiner, das ist der Konferenzraum. Was? Über dem Bild der Sitze steht etwas. Einmal ein Stift und ein Zettel, bitte. So, wo ist der Eingang? Da ist die Besprechung. Okay, hier ist dann der Eingang. Und hier ist das Rednerpult. Gut. Das heißt, wir haben dann hier 0-1. Ich hasse es. Warum habe ich so viele Spiele mit Rätsel? Jetzt ehrlich. Ich meine, dafür haben wir doch den Mittwoch. Das ist doch heute Horror. Gerade am Freitag, den 13., ist doch Horror. Vielleicht ist es auch, genau, für mich ist das wahrscheinlich Horror, dass es jetzt schon wieder so ein Rätselspiel ist. Irgendwie? Ich weiß es nicht. Guckt einer von euch nachher ein bisschen in die Dreamhack? Rätselspaß. Sie verfolgen mich. Was bedeutet das? Ist das vielleicht ein Symbol, dass hier dieses Ding hier durchgestrichen ist? Bedeutet das was, dass das D hier noch einen Strich hat? I don't know. Ich markiere es mir.
Guckt einer von euch nachher ein bisschen Twitch noch über bezüglich Dreamhack? Oder interessiert das keinen von euch? Also ich und Rätsel stehen auf dem Kriegsfuß. Ganz ehrlich, Tobi, ich mittlerweile langsam auch. So. Das war's? Das war's? Oh, eine Diskette. Ja. Wir haben jetzt eine Diskette. Mikrofilmbild. Das Bild entsteht durch Aufeinanderlegung von Mikrofilm A und B. Nummern sind auf den Sitzen des Konferenzraums zu sehen. Ich weiß noch nicht, sollen wir ein bisschen zusammenschauen oder was quatschen? Können wir machen. Ah nee, was ist denn? Heute ist Freitag, ne? Ich muss nachher Mutter anrufen. Das habe ich ihr versprochen, dass wir heute Abend telefonieren. Weiß nicht, wie lange ich durchhalte, da ich arg müde bin, aber ein bisschen geht. Ich würde gerne bis noch eine halbe Stunde hier ungefähr machen. Ich muss meine Mutter anrufen. Wir haben immer freitags abends immer den Termin und letzten Freitag habe ich verbaselt. Und krass, Hühnchen, dann würde ich mich bei dir nochmal melden. Vielleicht, wenn du da noch magst, können wir gerne noch ein bisschen schnacken. Oder wir heben uns... Warte mal. Oh, ich bin so ausgebucht. Warte mal. Morgen spiele ich Subnautica. Morgen, ich weiß, eigentlich spiele ich samstags Black Desert und das muss ich auch nochmal dazu sagen. Das ist mir einfach wichtig. Ich spiele morgen nicht Black Desert. Und das nicht aus dem Grund wegen der letzten Pöbelei vom letzten Samstag, sondern weil ich ja am Montag notfallmäßig Subnautica spielen musste. Und wir haben nun mal dort ein neues Erlebnis gehabt. Und ich möchte gerne wissen, da ist ja mein Stream auch abgestürzt. Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Deswegen spielen wir morgen Subnautica. Morgen Abend kommt eine Freundin vorbei, aber die kommt... Morgen Abend könnten wir gegebenenfalls sonst schnacken. Ey, wir gucken. Wir erwischen uns. Und am Sonntag freue ich mich, fahre ich zu einer Freundin und gucke mir ihr Neugeborenes an. Die hat im Dezember ihr Kind bekommen und ich hatte noch keine Zeit. Oder wir haben uns noch nicht passend erwischt gehabt. Und da fahre ich am Sonntag hin. So. Und Hausputzen muss ich auch noch. Sind wir hier durch? Gibt's hier nichts? Auf jeden Fall kann ich hier nicht eine Kippe mitnehmen. Das würde mich entspannen. Gut, ich will hier wieder raus. Wo war denn jetzt die Tür? So. Billy, läufst du hinter mir her? Billy? Follow me. Ja. Yep. Follow me. Oh, Babytime. Oh, sorry, dass ich letzten Samstag nicht da war. War zu lange shoppen. Nein, Tobi, alles okay. Letzten Samstag, das war nur Ende des Streams. Wir hatten einen tollen Stream gehabt. Gegen Ende des Streams waren einfach pubertärende Vollhongs. Erzähl, was hast du alles gekauft? Genau. Und jetzt komm nicht hier mit Bettwäsche, Handtücher oder sonst irgend sowas. Wir gehen jetzt nochmal hoch. Wir gehen jetzt nochmal in den Konferenzraum. Wir gehen in den richtigen Konferenzraum. Spielen eine kleine Überraschung für meine beste Freundin. Bettwäsche und Handtücher ist derzeit eh mein Metier. Ja. Das stimmt. Und Tapeten und Farbe und was. Das heißt, Richtlinien für Auszubildende, Ziel der Ausbildungsstätte, das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corp. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig von Geschlecht, Rasse und Glauben nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir erwarten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung. Disziplin. Gehorsam. Einheit.
Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und als Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie sich diese Worte stets vor Augen, widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst und den Unternehmen Ehre. James Markus, Geschäftsführer, Umbrella Corporation, Management Ausbildungsstätte.